Hi Leute, ich bringe euch heute in Empyrium euch das Baumenü ein bisschen näher, also den Constructor, weil am Anfang ist ein bisschen schwierig, okay, was kann ich jetzt wo dran bauen? Das ist eigentlich relativ leicht zu erkennen, aber man muss wissen mal, wie man das erkennen kann. Also, bauen könnt ihr an euren Constructor, indem ihr hier auf diesen Constructor dieses orangene, gelbe hier bei eurem Schiff drauf zugreift. Dort könnt ihr dann die verschiedenen Sachen bauen. Habt hier auch eure Kategorien, wo ihr durch könnt. Also am Anfang Waffen und Munition und dann eure Blöcke. Dort, wo auch zum Beispiel eure Basenbaublock ist. Aber über Basenbau mache ich, glaube ich, mal ein komplettes Extra-Video, falls ihr da Fragen habt. Dann hier die Einzelkomponenten, die man braucht, um größere Sachen zu bauen. Also hier zum Beispiel die Devices. Dafür braucht man dann Grundkomponenten, die ihr hier bauen könnt, bei den Grundkomponenten. Oder da braucht man, kann man zum Beispiel auch sowas wie Magnesiumpulver für Munition herstellen, etc. Also hier sind die Grundkomponenten. Und hier sind die ganzen Devices, also Sachen, die ihr an eure Schiffe dran bringen könnt und die ihr auch in eurer Basis platzieren könnt. Also zum Beispiel der Large Constructor ist so mit eins der Ziele, die man am Anfang hat. Nachdem ihr eure Basis, also wenn ihr eure Basis stehen habt, dass ihr mehr Auswahl dann habt. Also hier in diesem Schiff ist ein kleiner Constructor. Da habt ihr noch nicht die komplette Auswahl an allem, was ihr bauen könnt. Und im kleinen Constructor. Im großen Konstrukt habt ihr dann die volle Auswahl. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie ihr den in Betrieb nehmt und dann zeige ich euch, wie ihr erkennt, was man wo bauen kann. Also hier hinten habt ihr in eurem Schiff Energiezellen. Die könnt ihr oder die müsst ihr dann hier unter dem Konstruktor ist die Fuel Tank und dort könnt ihr dann eure Energiezellen reinmachen. Ihr könnt entweder, wenn, also ihr könnt hier immer nur eins reinmachen. Ihr könnt entweder eins nehmen und dann zack, klicken, klicken, klicken. Ihr könnt aber auch, wie ihr seht, ich habe alle auf einmal reingemacht. Das macht ihr einfach, indem ihr im Inventar Shift gedrückt haltet und draufklickt und dann füllt ihr immer die komplette Reihe auf. Das geht sowohl bei Fuel Tanks, das geht überall, wo einzelne Sachen eingemacht werden. Zum Beispiel bei Oxygen geht das auch. Einfach drauf, dann drücke ich, halte ich Shift gedrückt, klicke drauf und dann füllt er die alle einzeln ein. Es geht schneller. Auch von, wenn wir jetzt zum Beispiel zu den Materialien gehen, weil wir wollen ja was bauen. Also hier in der Crate sind Pflanzen drin, neben dran sind die Materialien, hier sind die Materialien. Ihr könnt entweder draufklicken und die in euer Inventar ziehen, ihr könnt aber auch einfach Shift gedrückt halten und dann könnt ihr das komplett einen Stack halt rüberholen. Oder ihr geht einfach auf den Pfeil, bei der Crate jetzt zum Beispiel, oder wenn ihr irgendwo plündern geht, dann nehmt ihr alles mit aus dem Container. So, dann machen wir das mal. Gehen wir in den Constructor, um was zu constructen. Also hier habt ihr oben quasi eure Blueprints, eure Templates, bei denen man das macht. Und ihr müsst eure Materialien nicht im Inventar haben, sondern müsst es hier unten ins Inventory reinmachen. Also einfach nehmen und reinmachen oder auch wieder Shift gedrückt halten und einfach da unten reinhauen. Dann werden, also ihr seht, die hier sind alle rot. Die Sachen, die ihr bauen könnt, werden dann farblich. Also die bleiben nicht rot. Zum Beispiel hier, also wenn ich das hier mal rausnehme, für die Fuel Packs braucht man dieses Promethium. Sobald man das reinmacht, wird es farbig und dann kann man es bauen. Ihr könnt, wenn ihr dann was bauen wollt, draufklicken und dann fängt es an zu bauen. Also jetzt kommt es erstmal in die Query. Das könnt ihr dann auch noch mal rausmachen. Damit es anfängt zu bauen, müsst ihr erstmal ins Cockpit, müsst ins Cockpit reingehen, also hier vorne rein. Ich habe das auf E gelegt, standardmäßig ist das auf T. Und mit Y, das auch standardmäßig, falls ihr das nicht geändert habt in den Control Panels, da könnt ihr halt immer noch mal nachgucken, hier was ihr jetzt eingestellt habt. Bei Power On
Und standardmäßig ist es aber Y. Und dann seht ihr auch, das Cockpit geht an. Über Power Saving mache ich nochmal ein extra Video, verlinkt es unten, damit ihr nicht ganz so viel Strom verbraucht, weil ihr seht jetzt unten 4% und ihr habt noch 116 Minuten quasi an Energie. Also die verbraucht sich Stück für Stück. Und sobald jetzt euer Schiff auf Power ist, dann könnt ihr auch euren Konstruktor verwenden. Vorher hat er nicht funktioniert. Also wenn ich das ausschalte und wie ihr seht, der leuchtet auch nicht. Und wenn ich den dann was in die Query mache, da läuft kein Balken drumherum. Das funktioniert nicht. Und auch wenn ich hier jetzt auf On stelle, da geht zwar das Leuchten an, aber er fängt trotzdem nicht an zu constructen. Also dafür muss man erst halt Strom auf das gesamte Schiff geben, das Schiff anmachen. Und dann funktioniert auch dieser On-Off-Schalter hier im Constructor. Also wenn ich jetzt was reinmache, seht ihr, dann fängt an, der Balken zu laufen. Und wenn er einem fertig ist, dann fängt er mit dem nächsten an. Jetzt könnt ihr auch manuell On und Off hier oben schalten. Wie ihr seht, geht er durch, wenn ihr auf Off geschaltet habt, fängt er nicht wieder von vorne an. Also, ihr könnt da weitermachen, dann wo ihr aufgehört habt. Das ist besonders wichtig, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel mehrere Sachen gequeried habt, also sagt zum Beispiel nach den Batterien möchte ich hier noch ein paar Metal Plates reinmachen und dann möchte ich das hier reinmachen, weil ich dann die Komponenten dafür habe. Also ihr könnt die Query hier voll machen, die wird Stück für Stück abgearbeitet. Wenn ihr das auf On habt und was in die Query macht, könnt ihr es hier nicht mehr rausmachen. Also könnt ihr draufklicken, wie ihr wollt, da passiert nichts. Allerdings, wenn ihr das auf Off stellt und dann das Construct den angehalten wird, dann könnt ihr wieder draufklicken und die Query wieder Sachen aus der Query rausnehmen. Also das hatte ich auch durch Zufall rausgefunden. Also wenn ihr... Und dann könnt ihr den Konstruktor, also könnt ihr auf Off schalten, könnt das, was ihr aus Versehen falsch in die Query reingemacht habt, wieder rausmachen. Dann könnt ihr auf On schalten und dann geht es wieder weiter. Und wie ihr seht, geht es genau an der Stelle weiter, wo es aufgehört hatte. Ihr könnt entweder einmal draufklicken, um 1 reinzumachen. Ihr könnt aber auch Shift gedrückt halten und draufklicken und dann sind es direkt immer 10, 10er Packs, die ihr herstellt. Und genauso auch. Könnt ihr es, wenn ihr es auf aufgeschaltet habt, wieder in 10er Schritten, wenn ihr einfach nur draufklickt, geht einer weg. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, gehen wieder 10 aus der Query weg. So viel zu Query und wie ihr überhaupt baut. Jetzt komme ich zum, wie ihr erkennt, was ihr wann bauen könnt. Weil zum Beispiel, also schon mal zur Information, das hier ist ein Small Vessel, mit dem ihr hier abgestürzt seid, weil ihr seid quasi aus dem Space runtergekommen und abgestürzt. Das ist kein Ground Vessel, also kein Bodenfahrzeug. Das ist ein kleines Raumschiff. Deswegen könnt ihr das mit dem Small Constructor hier noch gar keine Komponenten bauen, um das zu reparieren. Weil wir haben am Anfang Ressourcen verschwendet, indem wir versucht haben, das Schiff zu reparieren. Aber das geht gar nicht. Ihr müsst erst den großen Konstruktor bauen und dort sind dann die richtigen Komponenten. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das erkennt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier auf Devices geht, seht ihr, also wenn ihr über ein Device geht, seht ihr an der rechten Seite nebendran die Sachen, die jetzt quasi in... Ah, hier gehe ich mal hier drauf, weil das ist in Rot und Grün und so. Seht ihr, ich habe schon Metal Plates hergestellt, deswegen sind die in Grün. Und da stehen dann halt die Items, die mir noch fehlen. Also ich müsste hier noch ein Glassplate herstellen und Metal Components 2 herstellen. Und dann könnte ich das auch herstellen. Dann unten drunter stehen halt so ein bisschen die Werte. Und ganz unten drunter steht Placeable. Da steht GV und SV. Das steht für Ground Vessel und Small Vessel. Also für ein Bodenfahrzeug und für... dieses kleine Schiff hier, was wir ja haben. Dann gibt es noch, also hier oben, wenn man auf den Core geht, der geht zum Beispiel überall zu platzieren, weil man den als Grundbasis immer braucht. Da steht GV, SV, CV und BA. GV ist Ground Vessel, SV ist Small Vessel, GV ist dann Grand Vessel, also
wenn ihr im Space seid und dort eine Basis baut, also so ein großes Schiff, und BA ist Basis. Jetzt müsst ihr aber nicht jedes Mal drüber gehen und dann unten lesen. Das ist auch noch einfacher zu erkennen, weil es color-codiert ist, also farbcodiert. Also, hier oben drüber seht ihr diese kleinen Punkte bei jedem. Also hier zum Beispiel beim Core ist ein roter, ein gelber, ein grüner und ein blauer. Hier beim Automatic Door ist nur ein roter und ein gelber. Das sagt darüber aus, wo ich es platzieren kann. Was ist, seht ihr, wenn ihr euer Inventar aufmacht oder hier auch im Constructor über eurem Inventar, seht ihr dann hier, wenn ich jetzt darüber gehe, steht da Basis und Basis ist ein roter Punkt. Dann gehe ich eins weiter, dann steht da Capital Vessel. Also das sind die großen Raumschiffe für oben, wo ich eben Grand Vessel gesagt habe, aber es heißt Capital Vessel. Das sind die gelben Dots. Dann sind Small Vessels, das ist so ein Raumschiff, wie wir jetzt wo unser Constructor jetzt drin ist. Das sind grüne Punkte und dann haben wir noch Ground Vessels, das sind blaue Punkte. Also guckt vorher, was ihr wo platzieren könnt, weil zum Beispiel solltet ihr darauf achten, dass wenn ihr eine Basis baut und dann einen Generator, also um Strom zu erzeugen in der Basis, solltet ihr darauf achten, weil es gibt zwei Generatoren. Es gibt einen Small Generator und es gibt einen Generator. Und denkt man Generator groß für die Basis, aber Käse. Wenn ihr auf Generator guckt, seht ihr da grün und blau, sprich, das ist für den für das Flugzeug und für das Bodenfahrzeug, also grün und blau. Nebendran der Small Generator, der ist für rot und gelb, also für eure Basis und für die Capital Vessels. Also müsst ihr dann einen Small Generator bauen, um dann Strom in eurer Basis zu erzeugen. Also das ist zum Beispiel wichtig, wie gesagt, achtet darauf, damit ihr nicht unnötige Ressourcen ausgebt. Gerade am Anfang ist ja ein bisschen Ressourcenknappheit, dass ihr dann auch die Sachen, die ihr baut, benutzen könnt. Und wie gesagt, das Raumschiff vorne dran könnt ihr nämlich noch nicht reparieren, weil hier sind zwar unten Thruster drin, also Düsen, weil wir haben gedacht, okay, wir machen unten drunter einfach Düsen und dann können wir hochfliegen und dann Richtung Wasser fliegen oder so, ein bisschen näher. Pustekuchen, wir haben die gebaut, konnten die nicht dran machen, weil das vorne dran ist grün quasi, also ein Small Vessel. Und die hier im Small Constructor, wie ihr seht, haben die Thruster, haben nur einen blauen Punkt. Also diese kann man nur an Ground Vessels anbringen. Also gerade bei Thrustern und bei den Directional Thrustern, da müsst ihr aufpassen, weil dort gibt es welche mit blauem Punkt und es gibt welche mit grünem Punkt. Also schaut da, welche ihr wo anbringen könnt. Das gleiche gilt hier. Wenn ihr eure Basis, wie gesagt, bauen wollt für Fuel Tanks und Small Fuel Tanks, ihr braucht für die Basis wieder ein Small Fuel Tank. Ja, ich denke, ihr habt das verstanden. Ich wollte nur nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, Color-Codierung, dann geht das ganz einfach. Ihr wisst also jetzt, wie man es produziert, wie man Color-Codierung macht, wie man die Stacks überschaffelt. Ich denke, da seid ihr jetzt gut gerüstet und könnt anfangen zu craften. Am Anfang hat man relativ viele Materialien, also kann man schon einiges craften und ich wünsche euch auf jeden Fall Spaß dabei, weil es macht auch eine Menge Spaß und gerade wenn ihr dann den großen Constructor habt, ist echt viel Vielfalt schon da und ich wünsche euch viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.